Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf dem Kanal von PC-Check. Ihr fragt euch sicherlich, wer sitzt da auf dem Stuhl? Mein Name ist Robby. Ich bin bei PC-Check auf dem Discord Community Manager, bekannt unter dem Namen Rain84. Ja, warum sitze ich hier? Marcel hat momentan ziemlich viel um Ohren, muss einige Reviews aufnehmen, was Hardware betrifft, PCs zusammenbauen, Gehäuse testen, CPU-Kühler testen. Und da hat er mich gefragt, ob ich mal ein ganz normales Taugt-der-was-Video aufnehmen kann, um ihm einfach ein bisschen Arbeit abzunehmen. Genau. Und das versuche ich heute. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich mache das heute zum allerersten Mal. Versuche euch das so gut wie es geht auf meine Art rüberzubringen und verzeiht mir bitte ein paar Versprecher oder ähnliche Popare. Dann würde ich gerne beginnen. Heute geht es um den Gaming-PC Intel 2300 RTX 4080 i7-13700KF, 32 GB DDR4, 2 TB NVMe und Windows 11 und das Ganze bei Hardware-Rad. Fangen wir mal einfach an mit dem Prozessor, ein Intel i7-13700KF, ist ein alter Bekannter. Die CPU ist ja jetzt schon ein bisschen älter, es ist ja jetzt schon die 14. Generation rausgekommen, die nicht sonderlich viel anders ist, die nicht sonderlich viel besser ist. Der 14700 hat 4 i-Cores mehr, was aber jetzt fürs Gaming für uns nicht wirklich relevant ist. Es ist immer noch eine sehr starke CPU mit einer TDP von 125 Watt in der Base Power und 253 Watt im Turbo Power. Die CPU unterstützt RAM-speichertechnisch DDR5 5600 und DDR4 3200 und kostet aktuell 414,58 Euro bei Mindfactory. Packen wir in den Warenkorb. Als nächstes haben wir die Wasserkühlung, das ist eine Silentium PC F240 Wasserkühlung, wie der Name schon sagt, 240er Wasserkühlung. Ja, für den Prozessor jetzt in meinen Augen nicht unbedingt ausreichend, weil die CPU kann sich unter Last, wenn man keine Power Limits im BIOS gesetzt hat, durchaus 250 bis 280 Watt ziehen. Und das kann die Wasserkühlung nicht dauerhaft abführen. Im Gaming wird es keine Probleme machen, weil im Gaming die CPU niemals zu 100% ausgelastet ist und damit wird die Wasserkühlung das schon schaffen. Wenn ihr aber irgendwelche Anwendungen bearbeitet, Videoschnitt, Rendering, CAD-Anwendungen, dann wird diese Wasserkühlung auf längere Zeit gesehen die CPU nicht wirklich kühl halten können und damit wird er ins Thermal Throttling gehen. Die Wasserkühlung kostet aktuell 73,99 Euro direkt bei Hardware-Rad, packen wir somit in den Warenkorb. Als nächstes haben wir das Mainboard, das ist ein MSI B760 P Wi-Fi Mainboard. Das Mainboard, wie der Name schon sagt, MSI Pro B760P Wi-Fi DDR4. Ist ein DDR4 Mainboard. Ein 13700KF auf einem Einsteiger Full RTX Mainboard mit DDR4 Speicher. Ja gut. Das Board an sich nicht verkehrt. Wir haben gekühlte Spannungswandler, wir haben 4 RAM-Bänke, wir haben 2 M.2 Slots und wir haben insgesamt 5 PCI Express 16-fach Slots mechanisch. Der erste Slot ist für eure Grafikkarte, PCI Express 4.0 16-fach, auch elektrisch so belegt. Die anderen Slots sind nur 2 oder 4-fach Slots, könnt ihr aber trotzdem nutzen für Erweiterungskarten, irgendwie Capture Card etc. Die Anschlussmöglichkeiten sind 4x USB 2.0, 3x USB 3.2, 1x USB Typ C, Netzwerkanschluss, PS2 Anschluss, Bluetooth und Wi-Fi Anschlüsse, 7.1 Sound mit Toslink und den HDMI und Display Port könnt ihr hier in diesem Fall nicht benutzen, weil es eine 13700KF CPU ist, also keine integrierte Grafikeinheit. Das Board ist grundsolides Board. Aber wie gesagt, DDR4, kommen wir gleich noch dazu, würde ich so eigentlich nicht empfehlen. Das Board kostet 142,89 Euro bei Mindfactory. Als nächstes kommen wir zu 32 GB, 2x16 GB im Dual Channel, sehr gut. DDR4 3600 CL18 Good RAM. Der RAM an sich als solches kein schlechter RAM. Wir haben 32 GB DDR4 3600 CL18 RAM, was für DDR4 vollkommen in Ordnung ist. Aber wie schon gesagt, in dem Preisbereich sehe ich DDR4 nicht mehr als State of the Art. Der RAM kostet 85,19 Euro bei ProShop und packen wir so in den Warenkorb. Als nächstes kommen wir zur SSD, eine 2 TB M.2 NVMe Kingston KC3000, 7000 MB die Sekunde lesen und schreiben. Die SSD definitiv eine gute Wahl. 7000 MB pro Sekunde und lesen schreiben ist mehr als jeder von uns jemals brauchen wird. 2 TB vollkommen in Ordnung, 102,90 Euro bei Allzeit.de
Intel.de packen wir somit in den Warenkorb. Grafikkarte 16 GB KFA2 RTX 4080. Ihr bekommt hier in dem Preisbereich eine sehr gute Grafikkarte. RTX 4080 sollte eigentlich jedem soweit bekannt sein. Momentan zweit- oder drittstärkste Grafikkarte auf dem Markt. Darüber lässt sich streiten. Wir haben als Vergleichspendant von AMD haben wir noch die 7900 XTX, die sehr vergleichbar von der Leistung ist mit der RTX 4080. Oben drüber hätten wir noch die RTX 4090, die aber mit ca. 500 Euro mehr hart zu Buche schlägt im Budget eures Rechners. Die Grafikkarte hat 16 GB GDDR6X Speicher, 256-Bit Speicheranbindung, grundsolide Karte. Momentan für 1189,43 Euro bei eBay, bei notebooksbilliger.de. Habt ihr eine Gutscheinaktion drauf, kriegt ihr 10 Euro billiger, als wenn ihr sie direkt bei notebooksbilliger.de bestellt. Packt man so in den Warenkorb. Das Netzteil ist ein 750 Watt 80 plus Gold Seasonic G12 Netzteil. Grundsätzlich eigentlich ein grundsolides Netzteil. Das Seasonic G12 750 Watt Netzteil gehört eigentlich mit zu den Einsteigernetzteilen. In dem Preisbereich hätte ich lieber ein Netzteil gesehen, was ein Full-Kabelmanagement hat, weil dieses Netzteil hat kein Kabelmanagement. Das heißt, die Kabel sind alle fest verbaut. Ihr müsst quasi beim Bauen, wenn ihr selber baut, müsstet ihr die Kabel alle mit im Gehäuse unterbringen. Größtes Manko, was ich hier sehe, das Netzteil ist kein ATX 3.0 Standard. Das heißt, ihr habt auch keinen 12 Volt High Power Anschluss mit an dem Netzteil und werdet damit gezwungen, diesen mitgelieferten Adapter von der 4080 zu verwenden, der von 3 oder 4x 8 Pin auf diesen 12 Volt High Power adaptiert ist, was ich jetzt nicht so toll finde. Das Netzteil kostet aktuell 83,44 € bei BEA Computers in Österreich und in Deutschland wäre es für 83,67 € bei Mindfactory erhältlich. Dann kommen wir zum Gehäuse. Das ist ein Silentium PC RG6 VTG in Klammern für Lüfter vorinstalliert. Das Gehäuse ist ein grundsolides Gehäuse. Kann man so definitiv empfehlen. Ihr habt hier für alles ausreichend Platz. Ihr habt Grafikkarten bis maximal 360 mm. Meines Wissens nach gibt es momentan eh kaum eine Grafikkarte oder wenn überhaupt eine, die da drüber geht. Also ihr könnt hier alles verbauen. Lüfter vorinstalliert, drei in der Front, einen im Heck. Ich habe da selber schon drin gebaut und ist aktuell für 89,99 € bei Hardware-Rad verfügbar. Dann haben wir noch stehen zusätzliche Lüfter. Keine, klar, weil vier Stück vorinstalliert sind und mit der 240er Wasserkühlung im Deckel habt ihr sowieso eine Vollbestückung an Lüftern. Dann haben wir noch das Betriebssystem Windows 11 Pro 64-Bit. Ja, ganz normale Windows 11 Pro Lizenz 64-Bit könnt ihr ganz normal erwerben für 35 Euro bei IT Hardpulse. Dann sind wir soweit durch und dann haben wir hier die Kingston KC3000. Dann haben wir den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows und landen bei einem Gesamtpreis von 2217,41 Euro. Das System soll kosten 2379 Euro. Das sind bummelig 170 Euro Aufpreis, was vollkommen okay ist. Also 170 Euro Aufpreis für Zusammenbau, Versand, Garantie, vollkommen in Ordnung. Dennoch muss ich sagen, würde ich diesen PC so nicht empfehlen, aus den schon genannten Gründen. Wir haben in 13700 KF eine wirklich starke CPU mit einem DDR4 System gepaart, ist für 2300 Euro nicht mehr zeitgemäß, wirklich nicht. Natürlich haben wir euch auch wieder Alternativen rausgesucht. Die erste Alternative heute kommt von Dubaro, den Hardware Deals 2500 Nvidia Edition. Ja, ich glaube, den haben wir schon mehrmals vorgestellt, den PC. Wir haben gleichen Prozessor, 13700 KF. Wir haben hier eine F360 ARGB Wasserkühlung, ist definitiv besser geeignet für den Prozessor. 360er AIO ist Sweet Spot für einen 13700 KF und wird den auch vernünftig gekühlt bekommen. Dann haben wir hier ein MSI Pro Z790P Wi-Fi DDR5. Das ist genau der Punkt, den ich hier sagen wollte. Wir haben halt hier kein DDR4 System, sondern ein DDR5 System. Wir haben genauso die 16 GB RTX 4080 Grafikkarte. Gut, hier haben wir beliebiger Hersteller. Ihr wisst nicht genau, was ihr bekommt. Aber so groß unterscheiden sich die Karten sowieso nicht. Dann haben wir 32 GB DDR5 AMD Intel 6000 MHz Kingston Fury Beast. Definitiv bessere Wahl für den Prozessor. Bei Dubaro haben wir natürlich wieder kleiner Wermutstropfen, 6000 MHz, sehr gut. CL40, naja, man hätte CL-Timings-mäßig etwas niedriger gehen können, wäre schön. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das umkonfigurieren. Dubaro bietet hier auch den G-Skill S5 RAM an mit 6000 MHz CL30, kostet dann ein paar Euro Aufpreis.
ob euch das wert ist, müsst ihr selber entscheiden. Dann haben wir hier, wie bei Dubaro immer, wieder kleiner Wermutstropfen, nur 1 Terabyte SSD. Die MSI Spatium ist hier definitiv eine grundsolide SSD, kann man so verwenden. 1 Terabyte ist etwas wenig, also ich hätte mir in dem Preisbereich schon 2 Terabyte gewünscht oder würde es eigentlich sogar voraussetzen. So, Laufwerke haben wir keine. Netzteil ist das 1000 Watt MSI MPG A1080 Plus Gold Netzteil. Hier haben wir jetzt dieses ATX 3.0 Netzteil. Das bedeutet, ihr habt diesen nativen 12 Volt High Power Anschluss an dem Netzteil mit dran. Das Netzteil ist genauso ein 80 Plus Gold Netzteil und ihr habt aber ein vollmodulares Kabelmanagement. Es ist ein super Netzteil, bedenkenlos zu empfehlen, da gibt es nichts dran auszusetzen. Dann haben wir hier als Gehäuse haben wir hier ein Enderfy ARC 700 ARGB mit Glasfenster. Ja, ich denke, das Gehäuse haben wir auf unserem Kanal hier oder auch im Discord schon hoch und runter geritten. Top solides Case zu einem Top Preis, absolut zu empfehlen. Und der PC kostet 2.399 Euro. Sind wir bei 20 Euro mehr als der von Hardware Rad, ist aber definitiv die bessere Wahl, alleine weil ihr hier DDR5 System habt. Als zweite Alternative bieten wir euch heute noch ein System von MyPC an. Und zwar den Gaming PC RTX 4080 Ryzen 7 7800X 3D für 2.479 Euro. Ja, der PC ist 100 Euro teurer. Wir haben verbaut genauso 4080 16 GB, welchen Hersteller wisst ihr nicht genau, ist beliebig Hersteller. Prozessor ist hier kein Intel-Prozessor, sondern das AMD-Pendant Ryzen 7 7800X 3D. Momentan lassen wir den 14900K mal außen vor. Die stärkste Gaming-CPU auf dem Markt. Overall gesehen aber definitiv die bessere Wahl fürs Gaming als ein Intel 14900K. Weil die CPU kostet über 200 Euro weniger, macht bloß marginal weniger Leistung und verbraucht nur einen Bruchteil an Strom. Der Prozessor AMD Ryzen 7 7800X 3D zieht sich maximal 100 Watt. Ein 14900K hingegen kann sich, wenn er freigelassen ist, auch mal 350 Watt genehmigen, was mit keiner IO überhaupt noch kühlbar ist. Kommen wir auch schon zur IO. Hier haben wir wieder genauso die Navis F240. Wie gesagt, da diese CPU aber sich bloß ungefähr 100 Watt genehmigt im Maximal, reicht diese IO hier vollkommen aus. Arbeitsspeicher haben wir hier genauso. 32 GB, 2x16, Dual Channel, DDR5, 6000 MHz, G-Skill Flair X5 CL30. Perfekte RAM-Wahl für die CPU. Man kann laut dem neuen Agesa-Update jetzt auch 6400 C32 MHz RAM verbauen, macht aber realistisch gesehen in den Tests kaum einen Unterschied. Als Mainboard haben wir das MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi. Das ist ein wirklich absolut grundsolides Mittelklasse-Board, mit dem ihr vollkommen perfekt ausgestattet seid, auch für spätere Generationen noch. Festplatte haben wir die 2 Terabyte Lexa NM620, absolut ausreichende Durchschnitts-SSD, 3500 MB die Sekunde lesen und schreiben. Als Gehäuse haben wir hier tatsächlich ein bisschen ein Design-Schmankerl. Fractal Design North Charcoal Black TG ist ein echt hübsches Gehäuse. Ich feiere es total, es sieht richtig hübsch aus, es hat guten Airflow, ist ein solides Gehäuse. Netzteil haben wir hier ein Be Quiet Pure Power 12M, 750 Watt, 80 plus Gold. Genauso eine gute Wahl, aber jetzt das MSI MAG oder das Pure Power 12 nehmen. Beides ATX 3.0 Netzteile, beides 80 plus Gold zertifiziert, beide sind vollmodulare Netzteile, gibt es nichts dran zu meckern. Gehäuselüfter, 2x140mm Fractal, kommt ganz einfach daher, die sind beim Case dabei, also die sind in der Front schon vorinstalliert. Dann haben wir hier Betriebssystem Windows 11 Testversion vorinstalliert, also ihr habt hier keine Windows-Lizenz dabei. Könnt ihr entweder dazu kaufen oder ihr kauft es bei CDK Deals, dem Partner von PC-Check, bei uns auf dem Discord habt ihr da Links dazu. Dann haben wir noch bei MyPC was richtig schönes, 2 Jahre MyPC-Garantie inklusive Pickup und Return. Das heißt, in den ersten 2 Jahren kommt der Postbote bei euch vorbei, holt die Kiste ab und bringt sie euch zurück. Dann haben wir noch die Fortnite 4K episch, Cyberpunk 4K hoch, es sind FPS-Schätzungen. Kommt ganz stark auf Einstellungen an, ignoriert es einfach. Der PC, wie gesagt, 100 Euro mehr, 2.479,99, aber definitiv auch eine gute Wahl. Das waren unsere Alternativen zu dem Hardware-Rad Gaming-PC. Wie gesagt, der Preis ist nicht schlecht. 170 Euro Aufpreis ist nicht zu viel. Würde ich aber so nicht mehr empfehlen, da DDR4-System. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir bitte mal ein Feedback da, ob es euch gefallen hat, was ich besser machen kann. Bin mir sicher, ich habe noch genug Fehler. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.